Wenn ein Schiff in den Lüften schwebt, ist der Bodensee meist nicht weit. Und auf diesem gleiten schmucke, weiße Passagierschiffe. Dieses hier seit exakt 1928. Das Motorschiff Österreich, seinerzeit hochmodern und luxuriös. Im Zweiten Weltkrieg wurden von ihm Torpedos abgeschossen. Später haben die österreichischen Bundesbahnen das Schiff wieder aufgebaut und ab 1953 war es über ein halbes Jahrhundert auf dem See unterwegs. 2009 wurde die Österreich stillgelegt, die Technik war veraltet. Aber alte Liebe rostet nicht. Ja, als Schiffsmodellbauer und Eisenbahnmodellbauer habe ich natürlich viel Hintergrundinformationen gehabt und so habe ich schon Mitte der 90er Jahre in Bregenz die historische Nepomuk-Kapelle restauriert. Das ist eine einzigartige Kapelle, die noch original alles hat aus der Barockzeit. Und das Projekt hat mir Mitte der 90er Jahre 3-4 Jahre gekostet, aber dort habe ich gelernt, wie man unter dem Dach von einem Verein viele Leute für ein Projekt begeistern kann, und das haben wir damals für 9 Millionen Schilling restauriert. Diese Summe sollte bei weitem nicht ausreichen, aber das Wissen von Jürgen Zimmermann und seinen Mitstreitern war eine wertvolle Basis. Jürgen Zimmermann ist ein gern gesehener Gast auf der Österreich, dem Motorschiff, an dem sein Herz hängt und das Herz vieler anderer Menschen. Das Dampfschiff Hohentwiel konnte vor 4 Jahrzehnten in allerletzter Sekunde vor dem Schneidbrenner gerettet werden. Heute ist es eine schwimmende Legende. Für die Österreich läutete 2014 das Totenglöcklein. Zum Glück saßen die Retter schon in den Startlöchern. Am 1. April wird es verschrottet oder er kauft es. Dann hat sich der Vorstand zusammengesetzt, hat das Geld zusammengelegt und dann haben wir es um 1 Euro gekauft. Und dann ging es los. Wir hatten kein Geld und keine Ahnung. Aber augenscheinlich jede Menge Humor. Hilfreich war sicherlich ein großes Netzwerk, auch wenn dieser Begriff nie gefallen ist. Und viele Leute, die sich eingebracht und finanzielle Grundlagen geschaffen haben. Zahllose Freunde konnten gewonnen werden, Unterstützer, die auf vielschichtigste Art und Weise agiert haben. Kurz gesagt, es gab viele Helfer auf allen Ebenen. Dann haben wir im Jahr 15 neben dem Verein eine GmbH gegründet, weil ein Verein kann kein Schiff bauen. Und dann haben wir doch insgesamt 8 Großgesellschafter gefunden, und zwar alle privat. Da hat jeder 850.000 Euro einbezahlt und die Landesregierung auch. Und dadurch haben wir den Sockel bekommen. Schlussendlich waren denn die Schlussabrechnungen knapp 10 Millionen Euro. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Was für eine private Initiative. Großartig. Wir haben großes Glück gehabt mit der Innsbrucker Schreinerei Auer, die schon die Hohentwiel als erstes Schiff Ende der 80er Jahre ausgerüstet hat. Die haben in der Zwischenzeit 40 Schiffe ausgerüstet. Und ich habe großes Glück gehabt, dass der verantwortliche Schreinermeister kulturhistorisch sehr versiert war und sehr interessiert und sich um alle Details gekümmert hat. Und wir haben es absolut originalgetreu rekonstruiert. Also nicht renoviert, nicht restauriert, sondern rekonstruiert. Weil übrig geblieben ist vom
eigentlichen Schiff der hervorragende Rumpf genietet, der heute noch Picobello ist. Der Deckaufbau, alles genietet, die Antriebswellen und die Ruderanlage, alles andere ist neu. Das Schiff selbst ist knapp 55 Meter lang und beinahe 10 Meter breit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in etwa 30 Stundenkilometer, Knoten ausgedrückt 15,7. Es gilt als das schönste renovierte Art Deco-Motorschiff Europas, in das nicht nur viel, viel Geld und unendliche Mühen eingeflossen sind. Es ist einfach das Gefühl, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Und das Erlebnis, dass man sehr viele Gästen Freude machen kann. Das ist absolut gelungen. Oder anders ausgedrückt, die Legende lebt.